Die Terrororganisation Islamischer Staat ist in Syrien und im Irak weiter auf dem Vormarsch. Eine Allianz von 60 Staaten beteiligt sich am Kampf gegen den IS, unter anderem durch Unterstützung kurdischer Peschmerga-Kämpfer im Nordirak. Deutschland hat bisher Waffen geliefert an die Kurden. Jetzt sollen bis zu 100 deutsche Militärausbilder in die Kurdenhauptstadt Erbil geschickt werden. Da hat die Bundesregierung einen Antrag vorgelegt. Entschuldigung. Und Frank-Walter Steinmeier, der Außenminister, wird den nun vorstellen. Wir erinnern uns alle noch sehr gut. Kaum 4 Monate ist es her, als wir hier im Hohen Haus mit großem Ernst über unsere Verantwortung im Kampf gegen ISIS debattiert haben. Mit Entsetzen in der Stimme sind Sie in Ihren Redebeiträgen der Blutspur gefolgt, die ISIS bei ihrem scheinbar unaufhaltsamen Vormarsch im Irak hinterlassen hat. Vor 4 Monaten, da hatten die terroristischen Horden 1/3 des Landes schon unter ihre blutige Herrschaft gebracht, und es schien eine Frage der Zeit, bis der Gesamtirak in ihre Hände fallen würde. Auf dem Weg dahin wurde alles niedergebrannt und niedergemetzelt, was sich ihnen in den Weg stellte. Systematisch wurden Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, die männlichen Bewohner ermordet, Frauen vergewaltigt, auf neu errichteten Sklavenmärkten verkauft oder gleich in ein unvorstellbares Martyrium zur Befriedigung der ISIS-Kämpfer während der Kampfpausen nach Syrien geschickt. Gerade 4 Monate ist das her, als uns der Hilfeschrei der Menschen aus dem Sinjar erreichte. Tag für Tag tiefer drang der barbarische Feldzug der ISIS in die Berglandschaft des Nordirak vor. Tal für Tal, Dorf für Dorf fiel in die Hände von ISIS. Tausende waren tot, der Rest schutzlos. Die irakische Armee war nicht präsent oder kämpfte nicht. Die kurdischen Peschmerga kaum imstande, sich gegen gut ausgerüstete ISIS-Truppen zur Wehr zu setzen. Den Menschen im Sinjar, vornehmlich Jesiden, denen, die noch lebten, blieb nichts als die Flucht. Eine gefahrvolle Flucht, auf der viele noch Opfer von ISIS wurden oder auf bergigen Pfaden bei sengender Hitze und ohne Wasser verdurstet sind. Diejenigen, die sich mit letzter Kraft retten konnten, haben überlebt, weil es einen Zufluchtsort im kurdischen Erbil gab, in Flüchtlingslagern oder in Kirchen oder bei Verwandten. Dass dieser Zufluchtsort erhalten geblieben ist, dass die Region Nordirak-Kurdistan nicht in die Hände der ISIS gefallen ist, dass der Vormarsch der ISIS gerade hier zum Halten gebracht worden ist, das ist zuallererst das Verdienst der Peschmerga, und das ist deren Mut und ihrer Bereitschaft zu verdanken, sich den ISIS-Horden auch mit unzureichender Ausrüstung entgegenzustellen. Aber dass wir aus Deutschland heraus einen Beitrag dazu leisten konnten, darüber bin ich froh, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin froh, dass wir Verantwortung in Kenntnis aller Risiken und inmitten von Unwägbarkeiten übernommen haben. Und der Dank dafür, den höre ich nicht nur in Erbil, sondern auch in Bagdad. Aber ich sage das nicht, weil wir Anlass hätten zum Schulterklopfen oder zur Selbstzufriedenheit, denn nichts ist erledigt. Humanitär nicht. Zehntausende Flüchtlinge sind in überforderten Lagern, müssen mit dem Notdürftigsten verfolgt werden. Sie müssen gerade jetzt im Winter vor dem Erfrieren geschützt werden. Wir sind Gott sei Dank vorn dran mit humanitärer Hilfe. 100 Millionen haben wir bereitgestellt, aber wir sind weiter gefordert. Und ich darf sagen, auch dank der Haushaltsentscheidung dieses Parlaments werden wir weiter helfen können. Dafür meinen herzlichen Dank. Auch politisch, meine Damen und Herren, ist nichts erledigt. Der politische Neuanfang unter Ministerpräsident al-Abadi war gut. Sein Schritt auf diejenigen, die ausgegrenzt waren in der irakischen Politik, war richtig. Die Einigung mit dem Nordirak über die Verteilung der Öleinnahmen war notwendig, aber all das reicht nicht. Die Unterstützung vieler sunnitischer Stämme für ISIS wird nur enden, wenn Sunniten sichtbare Präsenz in Staat und Armee eingeräumt wird. Nur so wird ISIS der Boden für seine verbrecherische Politik entzogen. Und genau darum muss es im Kern im Irak jetzt gehen. Meine Damen und Herren, aber auch militärisch ist nichts erledigt. Die Peschmerga, das wissen Sie, sind keine Offensivarmee. Sie werden kaum in der Lage sein, großflächige Geländegewinne zu erreichen. Worauf es jetzt ankommt, ist,
scheint manchen wenig zu sein, zu sichern, was jetzt im Augenblick gehalten wird. Dazu haben wir beigetragen, und ich will sagen, das ist zentral für Erbil, für die Menschen in der Region und auch für die Sicherheit der Flüchtlinge. Denn auch humanitäre Hilfe wird nur ankommen, wenn wir die nicht von ISIS besetzten Teile des Nordiraks als Zone von Ruhe und Sicherheit bewahren. Und dies zu gewährleisten, hat uns sowohl Bagdad wie Erbil um weitere Unterstützung gebeten, weil gerade auch in den Kämpfen der letzten Monate nicht nur Ausrüstungs-, sondern auch Ausbildungsmängel deutlich geworden sind. Ich verspreche, wir werden nichts an unserer humanitären Verpflichtung oder an der politischen Verantwortung bei der Suche nach Lösungen vernachlässigen. Aber ich plädiere sehr dafür, dass wir uns der erbetenen Ausbildungsunterstützung der Iraker nicht verweigern. Die Bundesregierung hat entschieden, der Bitte zu folgen und mit maximal 100 Soldatinnen und Soldaten und im Verbund mit anderen Europäern Ausbildungshilfe in der Region Kurdistan-Irak zu leisten. Und das nicht mehr und nicht weniger, weil es geht nicht um einen Kampfeinsatz, es geht nicht um Partnering-Modelle à la Afghanistan, es geht strikt um bedarfsorientierte Ausbildung und Beratung von der schwerstverwundeten Versorgung über Minenräumung bis zum Umgang mit Sprengfallen. Und wir kooperieren mit internationalen, vornehmlich europäischen Partnern, aber alles bleibt in der Gesamtverantwortung der kurdischen Behörden. Ich finde, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist verantwortbar. Dazu sollten wir bereit sein. Und deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der öffentlichen Diskussion ist gelegentlich jetzt die Frage aufgeworfen worden, ob es für diesen Einsatz überhaupt eines Mandates des Deutschen Bundestages bedarf. Es mag Gründe für diese Rechtsauffassung geben. Wir haben uns dennoch für diesen Weg und für einen Antrag auf ein Bundestagsmandat entschieden. Sie wissen, einer Kapitel 7-Ermächtigung der UN-Charta bedarf es für das entschiedene Ausbildungs- und Beratungsengagement im Nordirak nicht. Bagdad und Erbil haben erstens eindeutig und schriftlich genau um dieses Engagement gebeten. Zweitens hat der Sicherheitsrat festgestellt, dass ISIS eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt. Beschlossen wurde nicht nur eine Resolution zur Verpflichtung aller Staaten, Maßnahmen zu treffen, die den Zufluss von Foreign Fighters in die Konfliktregion stoppen, ebenso die Finanziers der radikal-islamistischen Gruppierungen zu verfolgen, sondern aufgefordert hat der Sicherheitsrat die internationale Gemeinschaft eben auch darüber hinaus, den Irak in seinem Kampf gegen ISIS zu unterstützen. Dieser Aufforderung kommen wir im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten nach. Und damit ist den völkerrechtlichen wie grundgesetzlichen Voraussetzungen Genüge getan. Ich bitte um die Unterstützung dieses Hauses. Dankeschön. Der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat hier geworben um die Zustimmung des Bundestages zu dieser Ausbildungsunterstützung. Und jetzt hören wir mal, was die Opposition dazu sagt. Christine Buchholz für Die Linke. Meine Damen und Herren, Spiegel Online meldet gerade, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages die Verfassungsmäßigkeit dieses Einsatzes in Zweifel zieht. Die Linke teilt diese Einschätzung, fordert die Regierung auf, sich dazu zu positionieren. Wir sind nicht der Meinung, dass die Schwelle für Auslandseinsätze der Bundeswehr weiter herabgesetzt werden soll. Aber lassen Sie mich inhaltlich gegen dieses Mandat argumentieren. Im Jahr 2001 haben die USA und ihre Verbündeten ihren sogenannten Krieg gegen den Terror begonnen. Afghanistan und Irak wurden angegriffen und besetzt. Das hat den Terror offenkundig nicht gestoppt. Und schaut man sich die Gräueltaten des IS und die Ausbreitung von terroristischen Organisationen in Ländern wie Jemen, Syrien, Irak und anderswo an, und schaut man sich die terroristischen Aktivitäten in Europa an, wie die schrecklichen Anschläge in Paris, dann gehört es zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, es ist auch der von den USA und ihren Verbündeten geführte Krieg gegen den Terror. Es sind die Drohnenangriffe auf Hochzeitsgesellschaften. Es sind die nächtlichen Razzien in Dörfern. Es ist Abu Ghraib, was Hass geschürt und einen fruchtbaren Boden für die Ausweitung des Dschihadismus geschaffen hat.
Und ohne den Angriff auf den Irak im Jahre 2003, ohne die folgende Invasion des Landes durch die US-geführte Koalition der Willigen, die Hunderttausenden Menschen das Leben kostete und religiöse Spaltungen vertiefte, würde es den sogenannten Islamischen Staat, diese unheilige Allianz aus Dschihadisten und Anhängern des führenden Diktators Saddam Hussein, gar nicht geben. Die vergangenen Bundesregierungen haben den sogenannten Krieg gegen den Terror mal direkt, mal indirekt unterstützt. Und auch im Irak ist Deutschland schon längst Teil dieser Koalition der Willigen. Die Linke hält diese Ausrichtung im Grundsatz für falsch. Bei dem Bundeswehreinsatz, der heute erstmalig im Plenum diskutiert wird, geht es nicht nur um die Ausbildung von Kämpfern im irakisch-Kurdistan. Der geplante Einsatz soll das Regime in Bagdad unterstützen. Dieses Regime kann sich nur mit Hilfe von radikal-schiitischen Milizen halten, die, so Amnesty International, völlig straflos Verbrechen an sunnitischen Gefangenen und Zivilisten begehen. Der Innenminister in Bagdad selbst ist Führer einer dieser Milizen. Dort, wo die schiitischen Milizen Orte erobern, gibt es sogenannte ethnische Säuberungen, zum Beispiel in Jowf as-Sakhr, wo im Oktober 80.000 Sunniten vor den Milizen flohen. Im Dezember haben Offiziere der irakischen Armee das sunnitisch besetzte Ackerbaugebiet um Bagdad zur Killing Zone erklärt, in dem jeder Mensch getötet würde. Und ich sage, die Bundeswehr darf nicht zum Bündnispartner eines solchen Regimes werden. Denn es bringt genau diese Bedingungen hervor, die zur sektiererischen Spaltung des Landes und dem Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates geführt haben. Der Luftkrieg der Koalition der Willigen geht unterdessen weiter. Nun regen Sie sich nicht auf, Sie haben ja genug Redezeit hier im Raum. Diese Bomben treffen auch immer wieder Zivilisten. Und obgleich es dazu Belege gibt, wird hier im Bundestag nicht einmal die Frage nach zivilen Opfern gestellt. Und ich sage Ihnen, der Tod von Frauen, Kindern und Männern schafft neuen Hass und stärkt genau jene, die Sie zu bekämpfen vorgeben. Schauen wir uns das Mandat genau an. Die Bundeswehr soll also nicht nur die kurdischen Peschmerga, sondern auch irakische Streitkräfte ausbilden. Die Bundeswehr entsendet Offiziere auch in die Stäbe der irakischen Streitkräfte und in die Stäbe der Kriegskoalition in Kuwait. Die einzusetzenden Fähigkeiten reichen von Beratung und Ausbildung und Führung bis zur Lagebilderstellung durch das militärische Nachrichtenwesen. Schrittweise treibt die Bundesregierung Deutschland immer tiefer in einen Krieg hinein, dessen Ende unabsehbar ist. Und das macht die Linke nicht mit. Das Elend der zum Teil schwer traumatisierten Flüchtlinge im Nordirak ist kaum zu ertragen. Und wir sagen ja, es muss mehr humanitäre Hilfe im Norden geleistet werden, um die katastrophale Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Und auch muss das absurde PKK-Verbot endlich aufgehoben werden, um den kurdischen Widerstand zu stärken. Doch all das wird zunichte gemacht, wenn die Bundesregierung gleichzeitig weiter Öl ins Feuer gießt und im Bündnis mit US-Luftwaffe und radikal-schiitischen Milizen sunnitische Bevölkerungsteile in die Hände des IS treibt. Verlassen Sie den Weg von Krieg und Waffenlieferungen, stellen Sie Frieden und den Kampf gegen Armut und Ausgrenzung im Irak ins Zentrum Ihrer Bemühungen, ändern Sie Ihre Politik, denn dann können Sie tatsächlich von sich behaupten, die Ursachen des internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Mit diesem Mandat allerdings nicht. Christine Buchholz war das für die Linke. Ja, und ihre Fraktion zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit des Mandats, und die Mission ist verfassungsrechtlich durchaus heikel. Das ist in den letzten Monaten diskutiert worden. Jetzt hören wir noch ein Mitglied der Bundesregierung, die Verteidigungsministerin. Kolleginnen und Kollegen, wir waren mit einer Delegation vor 5 Tagen in Bagdad und Erbil. An diesem Tag haben 4 Millionen Menschen in Frankreich und viele Hunderttausende in Deutschland eindrucksvoll und unmissverständlich gezeigt, dass die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen und Monate uns alle angehen. Es geht dabei nicht allein um den Kampf um den Terror, darum geht es auch, sondern auch um die Werte, die angegriffen sind. Die Achtung vor dem Leben anderer, das Recht, die eigene Religion frei und friedlich zu leben, die Freiheit der Meinung und des Wortes
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist diese Überzeugung, die uns eint, von den Straßen von Paris bis hin tief in die Flüchtlingslager in Erbil hinein. Die Franzosen haben es auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, je suis Charlie, je suis Flic, je suis Juif. Ich bin Charlie, lässt sich fortsetzen. Ich bin Jeside, ich bin Kurde, ich bin Christ, ich bin Moslem. In Frankreich hat der Terror 17 Menschen das Leben gekostet und wir trauern um jeden Einzelnen. In Syrien und Irak hat ISIS Menschen, Millionen Menschen brutalster Verfolgung ausgesetzt, sie zu Flüchtlingen gemacht, zigtausende niedergemetzelt, die meisten davon übrigens muslimischen Glaubens. Daher ist es gut, dass unter den über 60 Staaten, die sich zusammengetan haben, um ISIS zu stoppen, neben vielen westlichen Ländern, vor allem auch arabische Staaten, die Initiative ergriffen haben. Ich habe am Montag die Gelegenheit gehabt, mit dem jordanischen König zu sprechen. Er hat mir versichert, dass die arabischen Staaten es als ihre eigene Pflicht ansehen, den Terror zu stoppen, der den Irak an den Rand des Abgrunds gebracht hat, aber auch die Menschen überall auf der Welt inzwischen bedroht. Er sagt es ungefähr so, das ist unser Kampf, den wir führen wollen. Wir wollen ihn gewinnen, aber wir brauchen eure Hilfe. Und meine Damen und Herren, diese Hilfe wollen wir Ihnen geben. Ebenso hat es die irakische Zentralregierung und die kurdische Regionalregierung zum Ausdruck gebracht. Sie wollen sich ISIS entgegenstellen. Sie wollen an der Einheit des Iraks und an der Teilhabe aller arbeiten, aber sie brauchen dafür Unterstützung. Und daher ist es auch gut, dass Deutschland sich ebenfalls nach seinen Möglichkeiten einbringt. Politisch, darauf ist Frank-Walter Steinmeier eingegangen, mit Hilfe für die Flüchtlinge, auch Gerd Müller als Bundesminister für Zusammenarbeit, aber auch nicht zuletzt mit Hilfe für diejenigen, die sich ISIS militärisch entgegenstellen. Im Norden des Iraks sind das die Kurden, die seit Monaten IS abwehren und den Flüchtlingen Schutz geben. Wir konzentrieren uns mit unserer Hilfe auf die Region Kurdistan-Irak. Aber mir war wichtig, in Bagdad auch deutlich zu machen, dass diese Unterstützung dem Gesamt-Irak gilt. Das wird verstanden. Und Staatspräsident Massoum hat sich dafür auch ausdrücklich bedankt. Meine Damen und Herren, unsere bisherige Unterstützung war wirksam. Kommandeure der Peschmerga haben uns eindrucksvoll geschildert, wie wichtig zum Beispiel der Einsatz der Milan-Rakete ist. Zuvor standen sie machtlos IS gegenüber. Sie mussten ohnmächtig mit ansehen, wie ISIS Autos, Lastwagen mit Sprengmaterial gefüllt hat und in die Peschmerga hineingefahren hat, quasi fahrende Bomben mit verheerender Wirkung. Jetzt sind sie in der Lage, mit Hilfe der Milan etliche solcher Selbstmordkommandos zu stoppen, das heißt, den Feind auch auf Distanz zu halten. Und das hat nicht nur viele Menschenleben gerettet, sondern das hat auch den Mut und die Zuversicht der Peschmerga gehoben, IS tatsächlich standhalten zu können. Und das, meine Damen und Herren, ist in unserem Sinne. Denn diese Peschmerga stehen nicht nur für ihr Land ein, sie stehen auch für uns alle ein gegen ISIS. Wir wollen daher auf diesen Erfahrungen aufbauen. Wir wollen unsere Hilfe verstetigen. Präsident Barzani hat uns gegenüber noch einmal sehr deutlich gemacht, dass die Kurden beides brauchen, aus Rüstung und aus Bildung. Peschmerga sind gut organisiert, sie sind entschlossen, standzuhalten, aber es fehlt an vielem. Es beginnt bei wintertauglichen Stiefeln, das geht über die eben erwähnte Milan weiter, aber das endet nicht zuletzt auch bei Sanitätsmaterial. Sie haben uns geschildert, wie viele Peschmerga an der Front, wenn sie verletzt werden, sterben, die nicht sterben müssten, weil das basale Verbandsmaterial fehlt und die banalen Techniken, zum Beispiel des Abbindens bei einem Durchschuss, nicht beherrscht werden. Es fehlt Material, es fehlt Wissen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten genau hinhören, was gebraucht wird und prüfen, ob und wie wir helfen können. Wir wollen mit diesem Mandat ein Ausbildungszentrum in Erbil aufbauen, das unter der Leitung der Kurden steht, aber dessen Ausbildungsbereich wir koordinieren. Es geschieht gemeinsam mit anderen europäischen Partnern in Abstimmung mit der Allianz.
Dabei richten wir uns ausdrücklich nach dem Bedarf, Ausbildungsbedarf, den die Peschmerga anzeigen. Das beginnt bei der Grundausbildung, aber eben über Minenabwehr oder das eben, die eben erwähnte medizinische Versorgung. Bis zu 100 Soldatinnen und Soldaten wollen wir einbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die dort an vorderster Front kämpfen, brauchen unsere Hilfe. Diese Hilfe muss und wird nicht nur aus Deutschland kommen, aber wir können einen spürbaren, einen substanziellen und einen nachhaltigen Beitrag leisten. Und dafür bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Dr. Friedhof Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Friedhof Schmidt ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir teilen alle in diesem Haus die Überzeugung, dass die Terrororganisation ISIS bekämpft werden muss. Um es klar zu sagen, meine Fraktion hält auch die militärische Ausbildung von kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern für einen sinnvollen Beitrag dazu. Das hat ja auch bisher schon stattgefunden, allerdings nicht vor Ort im Irak, sondern hier in Deutschland. Das war gut so. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, doch einen Ausbildungseinsatz vor Ort im Irak durchzuführen. Wir gehen in die Prüfung dieses Mandates ganz offen rein. Wir halten seine Absicht durchaus für sinnvoll. Und wir stehen zu dem Grundsatz, im Zweifel muss es ein Mandat geben. Aber es muss dann auch inhaltlich die rechtlichen Voraussetzungen für einen Einsatz der Bundeswehr im Ausland erfüllen. Ich sehe nicht, und ich sage ganz bewusst, leider nicht, dass Ihnen das mit diesem Mandat gelungen ist. Ich teile Ihre Position, dass die völkerrechtlichen Voraussetzungen für ein solches Mandat gegeben sind. Es gibt die Aufforderung der irakischen Regierung an die UN-Mitgliedstaaten, ihre Unterstützung im Kampf gegen ISIS zu leisten. Es gibt eine Einladung durch die irakische Zentralregierung und die kurdische Regionalregierung an die deutsche Regierung. Das ist völkerrechtlich ausreichend. Aber ein Mandat, das Sie nach Artikel 24 des Grundgesetzes beantragen, das muss zusätzlich die Bedingung erfüllen, dass der Auslandseinsatz im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit stattfindet. Das ist bisher, und ich sage wieder leider, offenkundig nicht der Fall. Es gibt kein UN-Mandat, und es bleibt ein politischer Fehler, dass Sie sich nicht energisch dafür einsetzen. Jetzt versuchen Sie, das Fehlen eines Mandates durch zwei Elemente rechtlich einfach zu ersetzen. Sie beziehen sich auf die vage formulierte Resolution 2170 des Sicherheitsrates aus dem August 2014, in der ganz allgemein zur Unterstützung des Iraks beim Kampf gegen die Terroristen aufgerufen wird. Und Sie beziehen sich auf eine Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrates aus dem September 2014, die noch allgemeiner formuliert ist und außerdem von Ihrem Status her völkerrechtlich nicht bindend ist. Damit können Sie das Fehlen eines UN-Mandates wirklich nicht ersetzen. Das reicht nicht. Das ist nicht verfassungskonform. Ich verstehe in diesem Zusammenhang, Herr Außenminister, nicht, warum die Bundesregierung nicht wenigstens einen Beschluss der Europäischen Union herbeigeführt hat, der die Mitgliedstaaten zu Ausbildungsmissionen im Irak auffordert. Das könnte das Fehlen eines UN-Mandates heilen. Deshalb frage ich die Bundesregierung ausdrücklich, weshalb haben Sie das bisher nicht getan? Warum setzen Sie stattdessen auf diese abenteuerliche Interpretationsakrobatik von UN-Texten? Ich verstehe das nicht. Auch der gute Zweck heiligt nicht das Aushöhlen der politischen Vorgaben durch unsere Verfassung. Das darf nicht sein. Ich habe noch eine andere politische Kritik an Ihrem Mandatstext. Sie vermengen bei der Formulierung der Aufgaben die Ausbildungsmission mit einem Blankoscheck für Waffenlieferungen in den Nordirak, und zwar für den Zeitraum eines ganzen Jahres. Gerade gestern erreichten uns die Nachrichten, dass die Bundeswehr nicht weiß, an welche Einheiten und wohin genau die bisher gelieferten Waffen in Kurdistan gehen. Und die Bundesregierung erklärt dazu dann einfach, dass ihr keine Erkenntnisse vorliegen, dass gegen die Endverbleibserklärung verstoßen wird. Wer auf dieses Problem
nur mit Sokrates antwortet, ich weiß, dass ich nichts weiß, der hat das Problem der Proliferation nicht mal ansatzweise verstanden, meine Damen und Herren. Sie müssen diesen Blankoscheck für Waffenlieferungen aus diesem Mandat wieder streichen. Ich kann meiner Fraktion, und ich sage leider, bisher nicht empfehlen, diesem so formulierten Mandat zuzustimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, die Zweifel äußerte hier Friedrich Schmidt für die Grünen. Und nochmal zum Hintergrund: Laut bisheriger Rechtsprechung sind Auslandseinsätze der Bundeswehr gemäß dem Grundgesetz nur möglich, wenn sie im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit stattfinden. So nennen Juristen Einsätze, die nach UNO-Resolution oder NATO-Beschlüssen zustande kommen. Im Fall des Irak gibt es aber nur eine lose Allianz. Ein UNO-Beschluss existiert nicht. Das hat hier also Friedrich Schmidt auch noch mal zur Rede gestellt. Auch die Linke hat ja genau diesen Zweifel. Und jetzt gibt es noch eine Kurzintervention aus den Reihen der Linksfraktion. Womit eigentlich? Es gibt kein Sicherheitskollektiv in Form eines Ad-Hoc-Systems. Es ist die UNO, gegebenenfalls NATO, wenn es nach dem Urteil von 94 geht, aber darauf können Sie nicht beziehen. So, Sie können sich auch nicht auf die internationale Gemeinschaft als lose Verbund beziehen, weil es ist auch nicht zulässig. Und ich bin froh, dass ich unter anderem, also ich habe gehört auch noch andere, hätten den wissenschaftlichen Dienst bemüht. Ich bin froh, dass der wissenschaftliche Dienst genau meine Position in dieser Frage so wiedergegeben hat. Allerdings ein Wermutstropfen: Der Bezug auf Artikel 87a als erweiterter Verteidigungsbegriff zieht auch nicht, denn das würde Artikel 24 GG wiederum überflüssig machen. 24 hindert 87a daran, ausgedehnt zu werden. Und wenn die SPD der Auffassung ist, intern natürlich, dass das in der Tat eine Grauzone ist und die Linke ein bisschen andeuen möchte, die möge doch klagen, so kann ich mir sagen, wir werden Ihnen die Kastanien nicht aus dem Feuer holen. Dann machen Sie doch, Sie haben ja die Mehrheit, dann machen Sie doch eine Reform des Grundgesetzes, ändern Sie den Artikel, dann können Sie handeln, wie Sie wollen, aber das, was Sie gerade abliefern, ist desaströs. Alexander Neu war das für die Linke. Als nächster Redner hat Rainer Arnold von der SPD das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in vielen Teilen der Erde leiden die Menschen unter dem Terror der selbsternannten Gotteskrieger. Und dass dieses Problem längst auch in Europa angekommen ist, haben wir ja alle in der letzten Woche auf erschreckende Art und Weise ertragen müssen. Und Irak ist Teil des Problems. Und trotzdem, im Irak ist einiges anders. Es geht dort nicht um punktuelle terroristische Attacken, sondern dort sind Mörderbanden unterwegs, die ihre Kämpfer aus der halben Welt zusammenholen, um dort ein Kalifat einzurichten. Also ein religiös verbrämtes, brutales, menschenverachtendes, auch totalitäres Staatssystem errichten wollen. Und diese Schwierigkeit wird noch überlagert von einer engen Wechselbeziehung der Probleme in Syrien und im Irak und vom inneren Zerfall und den Problemen im Irak selbst. Und es ist wohl wahr, der Irak wurde in den letzten Jahren nicht gut regiert. Nur können wir den Menschen, die jetzt unter dem Terror leiden, sagen, wir lassen euch deshalb im Stich, weil ihr eine fürchterlich schlechte Regierung hattet? Was ist das für eine zynische Herangehensweise, die die Linken hier mal wieder vorgeführt haben? Ja? Wir waren in den letzten Tagen dort, und der Besuch in Erbil und Bagdad hat deutlich gemacht, alle, die dort Verantwortung tragen, haben endlich verstanden, dass sie unglaublich voneinander abhängen, dass sie dieses Land nur zusammenhalten und stabilisieren, wenn sie gut zusammenarbeiten. Dies ist ein Fortschritt. Und die Probleme mit Syrien und im Irak, die kann man in der Tat nicht militärisch, sondern nur politisch regeln. Aber mit dem IS gibt es keine politischen Lösungen. Dieser Konflikt wird am Ende militärisch entschieden. Und da frage ich schon, können wir zuschauen, wenn der IS Millionen Menschen in die Flucht treibt, wenn der IS Hunderttausende ermordet und vertreibt? Und ich glaube nicht, wir haben eine traditionell besondere Verbindung zu den Kurden im Norden. Auch in der deutschen Zivilgesellschaft
viele gute, gewachsene Verbindungen. Und deshalb glaube ich schon, dass wir gerade für das Gebiet der Kurden als Deutsche auch eine besondere Verantwortung haben. Das gilt natürlich auch für Christen, Jesiden und andere Religionsgemeinschaften. Und es ist gut, was die Bundesregierung schnell und in gutem Umfang humanitär auf den Weg gebracht hat. Und es ist und bleibt ein Schwerpunkt des deutschen Engagements, insbesondere im Norden. Aber die Entwicklung in den letzten Monaten zeigt, glaube ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland auch, Peter Struck hatte bereits vor Jahren recht, als er sagte, die deutsche Sicherheit wird auch am Hindukisch verteidigt. Und ich sage Schrägstrich, die deutsche Sicherheit wird auch im Irak verteidigt. Es ist nun mal so, dass zerfallende Staaten oder Staaten, in denen gar Terroristen die Staatsgewalt ausüben, Rückzugsraum für Terroristen sind, Ausbildungstrainingszentren akzeptieren, für Menschen, die auch unser Leben und unsere Sicherheit bedroht. Und eines ist auch klar, würde der IS im Irak obsiegen, hätte diese fürchterliche, fundamentale terroristische Idee in die verwirrten Köpfe derer, die bei uns auf der Verliererstraße sind, die gewaltbereit sind, eine Affinität zur Gewalt haben, diese Idee würde neue und stärkere Strahlkraft gewinnen. Deshalb ist es auch perspektivisch so wichtig, dass der IS dort nicht auf der Siegerstraße ist. Und wenn das alles so ist, und wenn wir uns auch einig sind, dass wir selbst dort nicht eingreifen wollen, ich meine auch nicht eingreifen sollten, dann müssten wir diejenigen, die das auch an unserer Stelle tun und die auch für unsere Interessen sterben, am Ende so stark machen, dass sie diesen Gegner tatsächlich auch zunächst mal stoppen, dies ist gelungen, und perspektivisch und mittelfristig auch zurückdrängen können. Wir tun das gemeinsam mit 60 anderen Partnern. Und es ist richtig und wichtig, dass die arabische Welt zunehmend erkennt, das ist zuallererst ihr Problem. Und zuallererst müssen sie auch mehr leisten. Das ist aber alles auf einem guten Weg in diesem Bereich. Und Deutschland leistet verantwortungsvoll Ausbildung und Ausstattung. Und es gibt eine innere Logik. Wer ausbildet, muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Soldaten der Peschmerga mit ihren erlernten Fähigkeiten auch das notwendige Gerät haben, um sich dem Terror entgegenzustellen. Da gibt es dann schwierige Debatten, wenn es um große Waffensysteme geht, die sollten wir sorgsam führen, nicht schnelle Entscheidungen treffen. Es gibt aber auch Dinge, die schnell gehen können. Die Frau Ministerin hat die dramatischen Berichte, den ich habe ja auch gehört, geschildert, dass Menschen sterben, nur weil Verbandsmaterial fehlt. Mein Appell an die Regierung, schnell, unbürokratisch, Kleidung, Schutz, Verbandsmaterial liefern. Sie haben unsere Unterstützung dafür. Wenn wir gemeinsam mit einem Drittel der Länder in den Vereinten Nationen, ein Drittel beteiligt sich an dieser Allianz, unseren nicht besonders großen Teil, aber einen angemessenen deutschen Teil leisten, wenn wir unsere Verantwortung im Interesse der Menschen dort im Irak, aber auch im Interesse unserer Stabilität in den nächsten Monaten leisten, bin ich zuversichtlich, dass es kurzfristig gelingt, den Terror zu stoppen. Das haben wir bei unserem Besuch deutlich gesehen und gehört. Und dass es mittelfristig auch gelingen wird, den Terror des IS aus dem Irak zu verdrängen, damit mich am Ende niemand falsch versteht. Damit meine ich nicht, dass er auf der Welt weg ist, sondern er wird uns an anderer Stelle, in anderen Zusammenhängen, leider noch möglicherweise viele Jahre beschäftigen. Deutschland sollte seine Interessen und seiner Verantwortung gerecht werden. Und deshalb stimmen wir diesem Mandat zu. Vielen Dank.